Ja, moin, hallo aus Hamburg und aus Köln. Ich grüße euch da drüben. Genau, da winkt schon. Sitzt nämlich Moritz Meyer. Das ist mein Gast heute bei Best of Pat Fritz and Guests. Und der hat was Besonderes gemacht. Der hat einen Remix gemacht von einem Stück, das ich 1997 aufgenommen habe. Und zwar als One-Taker, vier Musiker in einem Raum. Schlagzeug, Bass, zwei Gitarren, Gesang, alles auf einen Rutsch. Und das ist eine Weile her. Und der Moritz Meyer hat sich gedacht, hey, das sind interessante Sachen dabei, aber das könnte man auch mal modern interpretieren. Und ich sage euch, es ist granatenmäßig fantastisch geworden. Und jetzt übergebe ich mal an den Moritz Meyer mit der Frage, was hast du denn da mit dem Song eigentlich angestellt? Hallo aus Köln, der Moritz hier. Ja, genau. Ich habe, oder beziehungsweise du hast mir diesen Song vorgestellt, hast gemeint, hey, schau dir den mal an, hast nicht eine Idee dazu? Und ich habe das dann einfach genutzt, um ganz viele Sachen auszuprobieren, die ich sonst im Alltag auch nicht mache. Zum ersten Mal habe ich eine Software genommen, die diese vier Musiker wieder auseinandergepflückt hat. Also mir dann Gesang, die Schlagzeug, Bass und die Gitarren auseinander, dass ich vier einzelne Spuren plötzlich wieder hatte. Das geht mittlerweile, Stichwort künstliche Intelligenz und so weiter, klingt aber meistens immer noch ziemlich gruselig. War aber auch egal, weil das Einzige, was ich wollte, war an Patrick seine Stimme zu haben, um dann darum was Neues zu basteln. Und letztendlich hast du ja dann auf das, was ich neu gebastelt habe, auch den Gesang nochmal neu gemacht. Was dann jetzt ein bisschen das Besondere war, ich habe mich mit dem Thema Field Recording so ein bisschen beschäftigt. Klingt kompliziert, heißt nichts anderes, als dass man mit dem iPhone durch die Gegend läuft und Alltagsgeräusche aufnimmt und die dann in Musik verwurstet. Ich will euch mal ganz kurz ein Beispiel dazu geben oder zwei, drei habe ich vorbereitet und nachher hören wir uns den Song natürlich auch noch an, mal gucken, ob ihr die Sachen wiederfindet. Field Recording funktioniert natürlich erstmal total gut mit rhythmischen Sachen, um ein Schlagzeug zu basteln und da habe ich das hier genommen, einen handelsüblichen Topfdeckel. Und schon war meine Hi-Hat und mein Becken fertig. Was ich jetzt nicht mitbringen könnte, aber was ihr mal gleich versuchen könnt rauszuhören, war die Bassdrum. Das war nämlich ein großes, dickes Sofa. Und ihr kennt es vielleicht zu Hause, wenn man da so richtig schön mal draufklatscht und macht so, so einen ganz dumpfen Ton. Den habe ich mir auch aufgenommen, klein geschnitten und hingeschnippelt. Das war dann meine Bassdrum. Und so hatte ich dann relativ schnell meinen Beat zusammen. Und dann dachte ich mir als nächstes, Beat, Stimme hatte ich ja noch von dir, die alte, jetzt brauchen wir einen Bass. Und ich hatte noch gar keine so eine richtige Idee und dann ist mir, und das kennst du vielleicht, Pat, der Zufall zur Hilfe gekommen. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht im Studio und dachte erst, oh, Fehler. Und plötzlich dachte ich, nee, Moment mal, was war das denn? Und wenn ihr in den Song reinhört, hört ihr einen tiefen, schönen, satten Bass. Und der ist entstanden aus einem Weinglas. Was? Ein Bass aus dem Ja, Weinglas? Das ist jetzt aber scharf. kannst du Da dir bin ich echt gespannt vorstellen? drauf. Okay, pass auf, ich demonstriere, ich versuche es zu demonstrieren hier live. Hier ist jetzt nur Leitungswasser drin. Wir haben ja noch Freitagmittag erst. Mach den Finger ein bisschen nass. Okay, klingt nicht nach Bass. Habe ich noch nicht gekauft so. Klingt nicht nach Bass. Und das ist der Punkt, wo dann der Zufall ins Spiel kam. Ich habe das Teil, den Sound aufgenommen, in den Sampler reingeladen. Sampler ist ein Tool zum Musik machen, wenn man Klänge aufnehmen und wiedergeben kann. Und habe dann aus Versehen auf eine Taste gedrückt, die diesen Ton viel, viel tiefer runter transponiert hat. Und plötzlich war aus diesem ganz hohen Ton sowas ungefähr da. Und schon hatte ich meinen Bass-Sound. Und man kann das dann einfach auf der Tastatur spielen. Und somit hatte ich meinen Bass-Sound gefunden. Ist echt interessant, so Ja. Sachen. Sowas ist mir auch mal passiert. Du hast recht, genau. Ich habe nämlich aus Versehen eine Oktave zu tief gesungen in einem Lied und dachte halt, stopp, nochmal. Und der Produzent sagte damals, Stefan Grossmann, nee, 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 stopp, 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 stopp. Genau so singst du das ein. Das klingt nämlich viel besser und so weiter. Genau. Ja, Übrigens, der Moritz hat mich heute schon Patrick und Pat genannt. Der kennt mich schon sehr lange. Deshalb, das Patrick, Patrick war bis 1990 und ab da hieß ich dann Künstlername Pat. Aber das nur nebenbei. Erzähl. genau. Dann bleiben wir bei Pat, damit hier niemand verwirrt wird. Genau, dann hatte ich den Beat, ich hatte den Bass fertig und habe das dann einfach mal so, wie man das so oft macht, in so einer Session zusammengeschustert. Da war gar nicht die Idee, dass es das mal ein fertiger Song wird und meinte, hey Pat, ich habe hier mal was probiert. Und dann ist es bei dir auf Anklang gestoßen. Du hast neue Gitarren dazu gespielt, die habe ich dann wieder durch einen Fleischwolf gedreht, durch einen virtuellen, also durch irgendwelche Effektketten, damit es gar nicht mehr als Gitarre wahrnehmbar ist. Wir haben die Stimme neu, oder du hast die Stimme neu aufgenommen, es gab so ein paar Hin- und Hergeschicke und irgendwann war der Song fertig und du hast gemeint, hey, pass auf, den nehme ich mit auf mein Best-of-Album drauf, was mich natürlich sehr freut.
Auf jeden Fall, super spannend, Leute. Von mir kurz dazu, das hat so großen Spaß gemacht, weil der Moritz macht genau das, worauf ich so wenig Lust habe, nämlich fummeln, schrauben, Sachen rausfinden. Und ich bin ja derjenige, der sagt, komm, ich spiele lieber noch eine Gitarre oder sing noch mal tiefer, höher, schneller, was auch immer. Und das war natürlich echt super, da so einen Partner zu haben, der das richtig drauf hat. Und dann schickt er mir das immer wieder und es klingt alles so geil, ja. Entschuldige den Ausdruck, aber es hat einfach von Anfang an großen Spaß gemacht. Und vielleicht sollten wir alle Stücke so machen. Sind wir für 2 Jahre quasi ausgebucht im Studio. Auf Auf jeden jeden Fall Fall, ihr müsst euch abstellen. unbedingt das Ergebnis anhören, ja. Der Titel hat auch noch einen neuen Text bekommen. Da, ich habe den Text damals 1997 alleine geschrieben und war nicht mehr ganz so glücklich damit. Und dann hat mein Co-Writer Tom Jutz ein bisschen mit dran gearbeitet. Wir haben einen besseren Text drauf gemacht. Und aus It Is Love wurde jetzt Only Love. So, das soweit zu mir. Moritz, wollen wir mal Musik hören? Was Ich meinst würde du? sagen, damit ihr euch vorstellen könnt, von was wir die ganze Zeit hier quasseln, geben wir euch mal einen kleinen Einblick. Dazu muss ich mal kurz den Bildschirm hier wechseln und euch meinen Desktop freigeben. So, und jetzt sind wir ganz klein geworden. Das kann natürlich auch nicht sein. Mache ich uns mal ein bisschen größer. Und ich zeige euch mal als erstes hier oben, wie der Song 1997 geklungen hat. Da hieß er noch It Is Love und das klang so. And we all can get enough. It is high when I need it so much. And when I'm up, it brings me down. Some say only fools can reach it up. Some say it can reach it by being tough. So, und damit es hier nicht zu Genau. lang wird, springen wir jetzt mal direkt in den Remix rein. 2000, was haben wir? 23, also 23 und 3, 6. 26 Jahre später. Wow, Wahnsinn! Alter, ich bin gespannt. Klingt das Ganze so. It's a tear and a smile when you wave someone goodbye. It's the joy of a song. It is what keeps us moving on. It's the voice of a friend makes broken hearts mend. It's in the beginning and it's in the end. So, und jetzt machen wir mal wieder Stopp, damit ihr neugierig bleibt und euch den Song. Genau. Schön anhören. Genau. Genau. Klasse. Also, ich bin begeistert, habe ich schon mal gesagt. Der Moritz hat das klasse gemacht. Ich würde am liebsten, wie gesagt, noch ganz viele Songs auf diese Art machen, weil es einfach jede Zeit hat so seinen Sound und das ist wirklich total anders. Nicht nur modern, sondern auch irgendwie, es gewinnt dann doch an nochmal Qualität. Es gewinnt einfach man denkt ja 10 Jahre, wie viel waren es, 23 Jahre später, anders, macht Musik anders, hört anders und kennt andere Einflüsse und so weiter. Und vielen Dank. Auf jeden Fall, Leute, unbedingt diesen Track müsst ihr hören, downloaden, whatever, Only Love, Remixed featuring Moritz Mayer aus Köln. Vielen Dank, mein Lieber. Ciao.